Heutzutage würde man wohl mit solchen Methoden keine Grafik mehr erzeugen. Heutzutage gibt es leistungsfähige Heimcomputer und wir werden in weiterer Folge jetzt sehen, wie man mit diesen Heimcomputern Bilder erzeugen und Bilder manipulieren kann. Ich erinnere mich sehr gut an diese Frühzeit der Computergrafik. Damals kamen Universitätsassistenten, ja sogar Universitätsprofessoren zu mir und haben mir das gezeigt und gesagt, schauen Sie, das kann ich auf einem Computer machen, solche Mädchen. Und ich fand es wirklich nett, abgesehen von den Mädchen, dass man schon immer das Spielerische auch am Computer benutzt hat. Peter Stiassny, du bist sicherlich nicht der Typ eines Homo Ludens, du bist ein kreativer Mensch. Du hast erkannt, dass das Digitalisieren von Bildern, wenn es technisch gelöst ist, für viele Aufgaben die Lösung darstellt. Ja. Deswegen haben wir auch sowas entwickelt. Das ist also eine technische Vorrichtung von einem Bild, die Daten über eine Videokamera in den Computer hereinlesen zu können. Du musst also viele tausend Punkte daraufhin ausmessen, wie hell sind sie, wie dunkel sind sie, welche Farbinhalte haben sie. Ja, und zwar Millionen Punkte wären das sogar. Wie das erfolgt? Mit Hilfe einer Videokamera. Das Signal von der Videokamera wird einer Elektronik zugeführt. Diese Elektronik schaut also so aus. Und von der Elektronik geht das Ganze dann in den Computer, und zwar über die Druckerschnittstelle. Zeig es uns mal praktisch, Peter. Ja, gerne. Du hast ja alles aufgebaut, was dafür notwendig ist. Das Bild am Stativ, die Kamera, die Leitung zum Computer und... Vor der Kamera, das ist eine Schwarz-Weiß-Kamera, haben wir drei Farbfilter. Wir haben deswegen drei Farbfilter. Wir wollen mit dieser Schwarz-Weiß-Kamera ein Farbbild in den Computer einlesen. Das können wir so machen, dass wir einmal einen Rotauszug, einen Grünauszug und einen Blauauszug jeweils in den Computer einlesen. Na, tun wir das. Fangen wir mal mit dem Rotauszug an. Wir digitalisieren den Rotanteil. Jetzt baut sich das Bild bereits auf. Oh, ein Bild von mir habt ihr da erwischt. Ja. Ihr seid ja kleine Teufel, ihr habt ja damit was vor wahrscheinlich. Anschließend versuchen wir den Grünausschnitt zu digitalisieren. Ich will ja nichts Politisches daraus ableiten, dass ihr da Rotauszüge bei mir macht. Ja, ich weiß nicht, mit Blau passt es dann nicht. Mit Blau geht's schlecht. Ja, und ja. Naja, geht auch. Mit Grün geht's auch. Und Schwarz ist auch drin, es ist eh alles drin. Der Blauanteil. Also dreimal erfolgt die Digitalisierung. Die Punkte werden jetzt im Computer zusammengerechnet zu einem Farbbild. Mhm. Und dieses Farbbild werden wir dann gleich darstellen. So. Wir können dann dieses Farbbild ein bisschen in der Farbe verändern oder im Kontrast oder in der Helligkeit. Ich will das vielleicht mal probieren. Wir haben eine Tabelle hier, wir werden das Rot etwas wegnehmen, dafür die Schärfe dazugeben, die Sättigung etwas erhöhen und vielleicht die Helligkeit etwas reduzieren. Es ist also alles mausgesteuert, man braucht die Tastatur fast nicht. Das Bild wird neu ausgerechnet, wir haben noch immer etwas zu viel Rot, aber man merkt, die Farbsättigung ist etwas größer. Man könnte das Ganze auch noch viel krasser verändern. Ja, Peter, und jetzt werden wir dir langsam dann einen Künstler beigesellen, der uns zeigt, was der Künstler nun noch an so einem Bild oder überhaupt am Computer macht. Dass Michael Jackson einer der größten ist, beweist er mit seinem Hitparadensturm seit vergangenem Herbst sogar den letzten Zweiflern. Wer ihn aber so richtig liebt, trägt ihn nicht nur in, sondern auch auf seinem Herzen. Als Button natürlich. Selber machen haben sich die Videofreaks gedacht, und damit es nicht zu einfach wird, ein Button direkt aus dem Videoclip. Ein Videoprinter macht's möglich. Er druckt das zuletzt gezeigte Fernsehbild auf Papier.
Unser Videochef-Techniker Peter schneidet Michael Jackson aus. Der Wettersatellit EUMETSAT, der euch aus der Wettervorschau im Fernsehen bekannt ist, fotografiert jede Viertelstunde unseren Planeten. Da er die Bilder aber nicht herunterfallen lassen kann, verpackt er sie in hochfrequente Wellen und schickt sie auf diese Art zur Erde. Eine Antenne fischt das Signal auf und gibt's an den sogenannten Konverter weiter. Der wandelt die hochfrequenten Wellen so um, dass sie ein normales Radio empfangen kann. Was ihr also jetzt hört, ist eigentlich ein Bild. Das Radio ist der untere Teil des zweiten Apparates. Der obere Teil wandelt die Töne in Computersprache um, damit auch der Computer etwas damit anfangen kann. Ein Computerwort entspricht einem Punkt auf dem Bildschirm. 2500 Wörter werden dabei allein in einer Sekunde übersetzt. Damit das Bild auf unserem Computerschirm so schön wird wie bei den Profis in der Wetterredaktion, färben wir das Bild ein. Das Meer machen wir blau. Logisch. Die Punkte auf dem Schirm haben verschiedene Grautöne. Auf Knopfdruck können wir einen Grauwert herauspicken und ihn mit einer Farbe aus der Skala automatisch überpinseln lassen. Das Land im Computerbild hellgrau wird braun. Das Einfärben verschönert nicht nur das Bild, sondern hebt die Wolken, auf die es eigentlich ankommt, besser hervor. Wir sehen damit, wo überall die Sonne scheint. Ein weiterer Trick des Computers ist das Zoomen. Das Bild wird dabei wie mit einer Lupe vergrößert. In den Ausschnitten seht ihr Italien und die beiden Inseln Korsika und Sardinien. Deutlich heben sie sich vom blauen Meer ab. Wenn das Bild immer weiter vergrößert wird, zeigt der Computer natürlich nicht mehr, als der Satellit sehen kann. Ähnlich einem Zeitungsbild, das ihr mit einer Lupe betrachtet, gibt es eine untere Auflösungsgrenze. Diese kleinsten Bildpunkte erscheinen am Bildschirm als kleine Vierecke. Der Computer speichert alle Bilder, die der Satellit während eines Tages fotografiert. Schnell hintereinander auf den Bildschirm gebracht, wirkt das wie ein Film. Neben dem normalen Bild kann der Satellit auch Wärme zeigen. Schwarz bedeutet, dass es in dieser Gegend sehr heiß ist. Besonders gut ist das an der Sahara, der größten Wüste der Erde, zu sehen. Sie liegt im Bild ganz unten. Das Wettersatellitenbild zeigt zwar, wo im Augenblick die Sonne scheint, Vorhersagen sind aber trotzdem sehr schwierig. Und Wetterfrösche, die sich irren, sind bekanntlich auch nur Menschen.